Hallo und herzlich willkommen, liebe Lamas, zu einer neuen Rezension. Und zwar diesmal Shadows over Normandy, Achtung Cthulhu, von Asmodee und von Devil Pick Games. Das ist quasi der Nachfolger von Heroes of Normandy, Helden der Normandie, was damals noch beim Schwerkraft Verlag rauskam. Ja, diesmal ist es jetzt eben im Vertrieb und in der deutschen Überarbeitung von Asmodee. Ich sage es gleich vorweg. Diese Rezension wird mal etwas anders, denn ich habe mit dem Spiel und insbesondere mit der Anleitung dieses Spiels so meine Probleme. Das bedeutet, dass ich es eigentlich nicht geschafft habe, mich komplett durch dieses Spiel durchzuarbeiten und ich jetzt eben ja, die grundlegenden Mechanismen darlegen kann, dies aber hauptsächlich eine Bewertung der Anleitung wird und nicht des Spiels. Und das liegt einzig und allein an der Anleitung. Also schauen wir uns doch einfach mal an, gehen wir ins Spielgeschehen. Was macht dieses Spiel? Was spielen wir da eigentlich? Ja, wie funktioniert Shadows of Normandy nun mechanisch? Also wie gesagt, wir haben hier ein taktisches Einheitenkampfspiel. Also wir haben hier ein Schlachtfeld, haben hier einzelne Einheiten, die gehört noch nicht dazu, und bewegen uns mit diesem quasi taktisch auf diesem Spielfeld. Um diese Einheiten zu bewegen, haben wir sogenannte Befehlsmarker. Diese Befehlsmarker legen wir aus und können damit dann eben unseren Einheiten sagen, wo sie hin sollen. Zusätzlich, die gibt es mit Nummern, das heißt, in der Reihenfolge werden sie nummeriert, bzw. aktiviert, und zusätzlich gibt es auch noch Bluffmarker. Hier haben wir Initiative, die Rundenanzahl und wann das Szenario zu Ende ist, zu der entsprechenden Szenario-Siegbedingung. Das bedeutet, hier fangen die Majestics an, dann sind die tiefen Wesen dran. Wenn die Majestics waren, geht es so rum. Nächste Runde fangen also die tiefen Wesen an und die Majestics sind dann dran. Dadurch sieht man es immer. Schön. Die Einheiten, wie das aufgestellt wird und alles, das ist im Kampagnenheft beschrieben und ist quasi von Mission zu Mission unterschiedlich. Um dem Spiel mehr Pep zu verleihen, gibt es Karten. Jede Fraktion hat ihr eigenes Kartendeck und diese Karten erlauben quasi Sonderaktionen. Hier zum Beispiel auf in den Kampf, spielbar, wenn du eine deiner Einheiten aktivierst. In der ersten Phase legen wir verdeckt die Befehlsmarker, und zwar beginnend bei dem Spieler, der die Initiative hat, also dem Majestic, und zwar jeder Spieler immer jeweils einen, bis alle gelegt wurden. Ich fange also an. Ich habe... Die Nummer 4 habe ich hier gar nicht in diesem Szenario. Ich möchte also erstmal bluffen mit dem. Dann ist mein Gegner dran, legt einen Befehlsmarker. Zum Beispiel hier. Dann wieder ich. Ja, hier. Dann mein Gegner wieder. Hier. Dann wieder ich. Dann wieder mein Gegner. Wieder ich. Und natürlich wieder mein Gegner. So, jetzt würde man die eigentlich so aufstellen, dass ich meine Nummern sehe und der Gegner quasi seine Nummern. So, dass man auch gleich weiß, was in welcher Reihenfolge aktiviert wird. Also man würde das quasi so rumstellen. Und da ich die jetzt schön beide falsch rum habe, so. So, und jetzt würde ich sagen, okay, das ist meine Nummer 1. Der wird zuerst aktiviert und der hat jetzt 4 Bewegungspunkte. Der geht jetzt 1, 2, 3, 4 und geht hier auf die Brücke. Jetzt ist mein Gegner dran mit der Nummer 1. Das ist hier der hier. Der würde jetzt versuchen, sich aus dieser Zone zurückzuziehen. 1, 2, 3, 4. Damit ist der als Nummer 1 abgehandelt. Jetzt meine Nummer 2. Der hier. Auch der möchte sich wieder bewegen, denn in diesem Szenario geht es darum zu fliehen. Der macht 1, 2, 3, und bleibt hier stehen. Und so geht das eben hin und her. Nebenbei kann man dann eben auch noch die Karten spielen. Und es gibt auch noch sowas wie natürlich Panzer. Also schweres Gerät, leichtes Gerät, Infanterie. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Wir sehen hier eine Menge Symbole drauf. Diese ganzen Symbole werden erklärt. Hier auf der Rückseite und wirklich eine ganze, ganze, ganze Menge. Ja, das muss man im Prinzip, um taktisch spielen zu können, muss man das verinnerlicht haben, um wissen, wie das genau funktioniert. Für Angriff gibt es noch bestimmte Regeln, Sichtlinie, wie weit die Distanz eines Angriffs. Bei einem Angriff wird dann eben gewürfelt, wie viel Würfel man hat, bestimmtes Spiel, bestimmte Fähigkeiten. Es gibt Zauber, hier zum Beispiel durch dieses Totem.
und massenweise mehr. Also das soll euch wirklich nur einen Einblick vermitteln, wie das Ganze mechanisch abläuft, denn wie man an dieser Rezension sehen wird, viel mehr kann ich da tatsächlich gar nicht sagen. Aber ich kann noch was Schönes machen, und zwar kann ich euch einfach mal zeigen, was es alles an Material in diesem Spiel gibt. Hier, das sind alles Marker, 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 noch mehr Marker an Individualisierungen und Bonussachen, die die Einheiten bekommen können. Wir haben noch mehr, wir haben, die Beutel sind im Spiel nicht enthalten, wir haben noch eine dritte Fraktion in dem Spiel. Wir haben noch die Bodenplatten am Vorderrückseite. Wir haben noch sowas wie Strukturen, die man dann auf dem Spielfeld platzieren kann, um dem Ganzen noch mehr Pep zu geben. Keine Ahnung, das Spiel kann insgesamt 3x3 Platten groß sein, also tatsächlich riesig. Hier sind immer noch nicht alle Marker. Hier haben wir dann noch viel mehr. Ich habe hier schon ein Kästchen genommen zum Sortieren. Also es ist einfach eine ganze Menge drin. Das war es auch immer noch nicht alles. Wahnsinn, ja. Diese ganzen Marker und alles, Displays, muss man erstmal sortiert bekommen. Da muss man erstmal eine Grundordnung reinbringen, und da ist eben das Problem bei der Anleitung. Und was mich jetzt alles genau stört im Detail, das schauen wir uns jetzt an. Ja, ihr seht, ich kann bei Shadows of Normandy gar nicht viel erklären, und ehrlich gesagt habe ich auch gar keine Lust, da groß was zu erklären. Denn wenn sich ein Verlag keine Mühe gibt bei einem Regelheft, und es ist mir ehrlich gesagt komplett egal, bei wem da jetzt die Schuld zu suchen ist, ist es so, dass das schon die Vorlage mega beschissen war, also von Devil Pick Games, oder ist es so, dass Asmodee es nicht auf die Reihe gekriegt hat, da was Ordentliches Deutsches draus zu machen. Keine Ahnung, grundsätzlich mangelt es dieser Anleitung an jeglicher Struktur und Klarheit. Es ist so, man schlägt die Anleitung auf, da sind die Spielregeln, nicht die weglegen, und es beginnt erstmal mit Spielmaterial und Grundlagen. Klingt super. Da ist dann erklärt Infanterie, leichte Fahrzeuge, schwere Fahrzeuge, Rekrutierungsdisplays, Rekrutierungsoptionen, Gelände, gleich mit Dings. Und es ist aber immer noch massenweise Material, das einfach in der Erklärung fehlt, wo ich nicht weiß, was es ist. Das heißt, wenn ich mich erstmal hinsetze und ein Spiel grundsätzlich sortieren möchte, damit ich es dann, wenn mein Spielpartner kommt, beim Spielaufbau leichter habe und wir zusammen das Spiel lernen können, dann sitzt man erstmal an dieser Stelle schon gewaltig in der Scheiße. Weil man einfach nicht weiß, wohin mit dem ganzen Kram. Es gibt Plättchen, die sind doppelseitig. Es gibt Plättchen, die haben auf der Rückseite ein Fragezeichen. Die können sich tarnen. Das erfährt man später irgendwann. Dann gibt es Unterschied Rekrutierungsdisplays, Einheiten. Das wird am Anfang nicht so klar. Und so geht es weiter in der Anleitung, dass wir dann eben das alles beschrieben haben. Okay, und dann geht es los. Action. Ah, jetzt soll es also losgehen. Wir haben dann Befehlsphase, Aktivierungsphase. Da wird dann alles haarklein tatsächlich erklärt. Die Bewegung. Aber eben ohne wirkliche Struktur, ohne Übersicht. Und immer wieder sind es Dinge, die man in dieser Anleitung sucht. Dann die Versorgungsphase, das ist also das Grundlegende. Dann geht es weiter mit außerhalb der Phasen. Suchen, Terror, Nacht und Nebel, alles Mögliche, was passieren kann. Anstatt das einfach den entsprechenden Kampagnen dann zuzuordnen, die Regeln, die passieren können, sind sie teilweise hier, teilweise aber dann doch im Kampagnenbuch. Ich habe zum Beispiel ewig gesucht, wo steht eigentlich, wie viel Handkarten ich am Anfang des Spiels habe und wann ich Handkarten ziehe. Im Kampagnenbuch steht Handkarten Maximum 2. So, okay. Und im Regelheft denkt man jetzt, okay, wir haben ja ein bisschen Spielerfahrung, ne? Und ich bin, weiß Gott, nicht unaffin, was diese Spiele angeht, wenn ich gerade mal so zeigen darf, ne? Also so generell Wargames, Cosims, und in diesem Bereich bewegen wir uns ja. Dann haben wir hier Gleichgewicht des Schreckens, Washington's War, wir haben hier Labyrinth, das sind alles Spiele, die spiele ich, und mit denen komme ich klar. Die haben Anleitungen, das ist super, da hat man absolut kein Problem. Aber bei Shadows of Normandy, oh, ja. Viel Spaß. Wie gesagt, wir haben die Befehlsphase, Aktivierungsphase und Versorgungsphase. Und man könnte ja jetzt meinen, okay, klar, Karten ziehen am Anfang normalerweise, weil ich muss ja irgendwie in der ersten Runde Karten auf die Hand kriegen. Haben wir Versorgungsphase? Steht nichts von Karten ziehen. Guckt mal so durch, nö, steht nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Versorgungsphase, Befehlsphase. Haben wir gleich auf der anderen Seite. Steht auch nichts. Okay. Versorgungsphase ist übrigens die letzte. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Befehlsphase, erste Phase. Nee, da steht auch nichts. Okay, wann bekommt man denn dann eigentlich Karten? Und dann guckt man durch und guckt durch und liest es durch. Und irgendwann kommt man dann, ganz klein steht irgendwo der Satz. Rundenende. Ah, da, man füllt seine Kartenhand wieder auf.
Verdammt nochmal, warum steht es nicht Versorgungsphase? Was passiert in der Versorgungsphase? Als letzter Schritt der Versorgungsphase in der Auflistung passiert Folgendes. Ich ziehe zwei Karten oder so viele Karten, wie das Szenario angibt. Dann, es geht immer so weiter. Man hat zum Beispiel in der ersten Mission, die ersten drei Missionen, hat man diese Unholy Totems. Dies gibt den Charakteren die Fähigkeit Magie, die in die drei Feldern Entfernung sind. Ja, aber was für Magie? Was ist Magie? Es gibt einfach in den ersten drei Szenarien keine Magie. Mag sein, dass es irgendeinen Zweck hat, dass es diese Totems dann eben schon in der ersten Mission geben muss. Ja, aber verdammt nochmal, dann erklärt es doch einfach bitte. Dann macht doch deutlich, wann gibt es Magie? Unter welchen Umständen gibt es Magie? Für was brauche ich Magie? Wie sieht Magie aus? Dann der nächste Punkt. Wir haben hier ein Spiel, das ist wirklich üppig ausgestattet, voll mit Material, voll mit Tokens. Und ich meine, es ist auch relativ teuer. Und dann gibt es so Dinge wie, es steht nirgendwo was an Material. Okay, ja, da gibt es einiges. Und dann kommen wir zum Beispiel zum Kapitel Suchen in der Anleitung. Und dann steht da, bei Spielbeginn werden alle Personalisierungen und Zauber, die eine der rechts abgebildeten Rückseiten zeigen. Aha, ich muss jetzt also aus diesem ganzen Material auch noch die Tokens raussuchen, die Rückseite, die passende Rückseite haben. Die sind alle doppelseitig. Wäre nicht so schlimm. Aber das sind alles die Dinge, die das Fass zum Überlaufen bringen quasi. Und dann steht da, die diese Rückseite zeigen und die keinem Rekrutierungsdisplay zugeordnet sind, in einen Beutel geworfen, den Suchbeutel. Ja, was denn für ein Beutel, Devil Pig Games, Asmodee? Was für ein Beutel denn bitte? Es gibt keinen Beutel in diesem Spiel. Soll ich mir den aus meinem T-Shirt schneiden in dem Moment? Nein, natürlich, ich muss dafür sorgen, dass ich einen Beutel habe. Im Ernst, bei dem ganzen Spielmaterial hat es dann noch an einem Beutel gemangelt. Hier, 2 Euro bei Amazon oder so. In der Herstellung als Firma sicherlich 10 Cent. Keine Ahnung, es kann doch nicht sein. Aber das ist es noch nicht. Dann sind wir im Kampagnenheft. Erste Mission, wo landen wir da? Bereite den Wahnsinnsbeutel vor. Wahnsinnsbeutel? Okay, Anleitung. Wahnsinnsbeutel. Wahnsinn. Was haben wir da? Wahnsinn. Ha, Kapitel Terror. Bei Spielbeginn werden alle Wahnsinnsmarker Madness in einen anderen Beutel geworfen. Den Wahnsinnsbeutel. Ach, noch ein Beutel. Ach, sieh mal an. Ich soll also auch zufällig 2 Beutel daheim haben, aus denen ich zufällige Plättchen ziehen kann. Also der nächste Beutel, hier, Werbung für Unity Media, habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Ja, Scheißdreck. Sieht unthematisch aus, ist unthematisch, ist scheiße. Warum ist das nicht dabei? Wie, im Ernst, warum mangelt es da daran, 2 Beutel diesem Spiel beizulegen? Und nein, sie fehlen nicht in meinem Exemplar. Sie sind nirgendwo aufgelistet. Ich habe auf BoardGameGeek geguckt. Diese Beutel gibt es einfach nicht. Nächster Punkt. Wir haben hier englisches Spielmaterial. Deutsche Anleitung. Das heißt, Asmodee hat einfach nur die Anleitung und das Kampagnenbuch auf Deutsch übersetzt. Hat dabei aber darauf geachtet, dass Begriffe möglichst, wenn sie sich auf ein Plättchen beziehen oder so, in Klammern auf Englisch nochmal stehen. Das ist auch die meiste Zeit gut gegangen. Aber dann gibt es so Sachen wie eine Einheit bekommt die Fähigkeit autonom. 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 Und dann sehe ich hier hinten, es gibt Einzelkämpfer. Einzelkämpfer, autonom. Autonom bedeutet unabhängig, also alleine agieren können. Einzelkämpfer, dann haben wir hier Seite 17 Einzelkämpfer. Eine solche Einheit benötigt keinen Befehlsmarker, um agieren zu können. Ja, autonom ist Einzelkämpfer. Verkackt an der Stelle. Und überhaupt, es stört tatsächlich den Fluff ein bisschen, dass ich alles englische Tokens habe, wobei manche Begriffe deutsch sind, weil wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg-Settings und dann aber alles auf Deutsch, auf der Anleitung und auf den Karten natürlich auch auf Deutsch, ja, auch die sind auf Deutsch übersetzt. Und ja, das ist eben auch nochmal so eine Hürde an dem Spiel. Und dann komme ich weiter zu dem Punkt, das Spielmaterial. Das ist von der Qualität her eigentlich total überragend. Allerdings gibt es meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung beim Material und das sind diese hübschen Holzbefehlsmarker.
Holz ist ein Naturstoff. Holz ist individuell. Ein Befehlsmarker, der verdeckt liegt, sollte nicht von seinem Nachbarn zu unterscheiden sein, damit mein Gegner nicht sehen kann, ah, das ist die Eins, die habe ich schon mal gesehen, die hat da die Einkerbung. Aber genau der Fall ist es. Holz ist natürlich ein individueller Naturwerkstoff. Der hat Einkerbungen, der hat Maserungen und das sieht man auch, wenn das angemalt ist. Und es gibt Teile, da sieht man es ganz extrem. Die haben richtig krasse Einkerbungen und wenn ich das einmal gesehen habe und einmal weiß, das ist der Bluffmarker mit der Einkerbung da hinten, dann kann ich mir diesen Bluffmarker im Spiel sparen. Dann weiß mein Gegner, wenn ich ihn lieg, das kann der nicht mehr ausblenden. Und ja, natürlich, es ist Holz, verdammt nochmal. Plastik, irgendwas mit Ständer oder so, aber Holz, so schön es ist, so gern ich es mag, so gut es sich anfühlt, war hier wirklich die falsche Wahl. Einfach durch die Individualität, die Holz nun mal hat. So leid es mir tut, ich liebe Holz, es tut mir wirklich weh. Dann, der nächste Punkt ist, wir haben hier ein Spiel, was sich vornehmlich an zwei Spieler richtet. Es steht drauf, 2 bis 3 Spieler, man kann es also auch zu dritt spielen. Die Kampagne über 10 Missionen hat Missionen, die kann ich nur zu zweit spielen. Sie hat Missionen, die kann ich zu dritt spielen oder zu zweit. Und dann kommt das große Finale. Darauf, was man wartet. Ich spiele mit meinem Spielpartner 9 Missionen. Und jetzt die 10. wollen wir es krachen lassen. Und wir sehen, die 10. kann man nur zu dritt spielen. Okay. Ich brauche jetzt also für die 10. Mission einen dritten Spielpartner. Ha, okay. Hey, das Spiel ist mega komplex. 10. Mission, es ist alles im Spiel dabei. Aber holen wir uns doch einfach mal schnell noch eine dritte Person an den Tisch. Die hat da bestimmt total Spaß, wo es in der 10. Mission darum geht, vernichte einfach so viel, wie es geht, der Beste gewinnt. Ja, wunderbar, klar. Eine dritte Person. Also wer hat sich denn das ausgedacht? Ich über ein Spiel, was wirklich von Mission zu Mission zu Mission komplexer wird, kann ja nicht doch dann in der 10. Mission nicht plötzlich jemanden dazunehmen, der dann einfach mitspielt, damit ich alle 10 Missionen spielen kann? Ja, bis 3 Spieler, super, weil ich kann eigene Szenarien machen. Und dadurch kann ich natürlich auch 3 Spieler-Szenarien kreieren. Aber für die Kampagne ist das doch totaler Mumpitz, das mal 2, mal 3 und die letzte nur mit 3. Ey, nee, das kann doch einfach nicht wahr sein. Wirklich, ich habe über alles versucht, dieses Spiel zu mögen. Ich mag Cthulhu ohne Ende, ich mag Cosims ohne Ende und ich mag Zweiter Weltkrieg ohne Ende als Thema. Und dann, weißt du, ich habe Shadows over Normandy gesehen, Heroes of Normandy, hat mich schon immer interessiert, habe ich wirklich auch noch nie gespielt. Und dann sehe ich das nicht, ich komme da einfach nicht rein, ich schaffe es nicht. Ich bin nur am Blättern, 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 Blättern. Und das geht weit über das, was ich für den normalen Spieler, für den normalen Käufer für zumutbar halte. Und deswegen beschränke ich mich hier in dieser Rezension auch wirklich darauf zu sagen, nee, so nicht, das kann nicht wahr sein, so geht's nicht. So eine Anleitung, wenn die scheiße ist, muss ich sie halt komplett überarbeiten, wenn ich das Spiel rausbringe. Dann muss ich da halt Struktur reinbringen, dann muss ich die halt neu setzen. Keine Ahnung, ansonsten kann ich mir so ein Spiel doch wirklich sparen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner damit wirklich Spaß gehabt hat oder einen leichteren Einstieg hatte. Es gibt eine Rezension von Victoria Pater Spiele. An dieser Stelle gerne einen Gruß raus. Die Rezension ist nämlich wirklich gut geworden. Und der hat sich da durchgebissen und er hat gemeint, auch die erste Mission war ein Riesenkampf und es lief dann von Stück zu Stück immer fluffiger. Okay, aber ich habe da echt keine Chance. Ich komme da einfach nicht rein, ich komme da nicht durch. Ich schaffe es nicht und ich habe auch keine Lust. Das ist kein Spiel wert, so viel Arbeit da reinzustecken, wo es noch 990 andere Neuheiten gibt, die ich spielen kann. Also sorry. Shadows of Normandy wirklich nur für absolute Fans, für Leute, die Heroes of Normandy gespielt haben, die wissen, sie sind Fan davon, die das auf die Reihe kriegen, die Lust haben, sich da durchzubeißen, weil sie genau solche Spiele immer und immer wieder spielen. Für alle anderen, lasst die Finger weg. Ich werde von Shadows of Normandy auch in Zukunft leider die Finger lassen. Und denkt dran, kauft euch 2 extra Beutel. Das war Alex von BoardGameJunkies.de. An dieser Stelle für Spielama die Rezension von Shadows of Normandy von Asmodee Devil Pig Games. Das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Hallo liebe Lamas, ich bin Alex von BoardGameJunkies.de
Und wir rezensieren heute das Spiel Yomi von Pegasus Spiele. Es ist von David Sirlin. Er macht viele Spiele dieser Art in diesem Fantasy Strike Setting. Puzzle Strike spielt zum Beispiel auch in dieser Welt. Und es ist ein Zwei-Spieler-Beat'em-up-Kartenspiel. Gleich vorweg, ich bin erkältet. Das heißt, sollte ich mich zwischendurch mal doof anhören, beschissen anhören.